Und damit, Leute, willkommen zurück. Ich bin wieder gestärkt. Und es kann weitergehen in der zweiten Aufnahmesession in einer neuen Folge von Let's Play Dead Space 2. Letztes Mal hatten wir eine krasse Aufzugsfahrt, die ganz schön an meinen Munitionskapazitäten, glaube ich, genagt hat. Yep. Es ist mal wieder alles leer. Aber wir haben einen weiteren Diamant und einen weiteren Gold-Halbleiter. Also das wiederum kann sich sehen lassen. Von dem her wäre ein Job ganz recht, um A-Munition aufzufüllen. Holy shit. Okay. Okay. Denn du hast alles für mich bedeutet. Und wenn ich dich gehen lasse, habe ich nichts mehr. Schritt 4. Akzeptanz. Jetzt bist du bereit, das hier zu beenden. Puh. Okay, ich weiß nicht, bin ich das? Bin ich bereit, das hier zu beenden? Holy shit, Leute. Aber erstmal einen Schluck. Aber wir haben wieder was. Erweiterter Anzug. Den werden wir uns auch gleich kaufen. Wir verbedeuten erstmal hier das Zeug da. Oder sollte man es erst kaufen? Wir kaufen den erst, oder? Der erweiterte Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Stase-Bonus. Wiederaufladezeit für Stase wird um 50% gesenkt. Kauf garantiert mindestens 25 Inventarslots und 20% Panzerung. Kostet uns 36.000. Leute, bevor wir das Ding kaufen, verkaufen wir erst noch die Halbleiter. Bewegen den rüber. Bewegen den rüber. Bewegen den rüber. Den bewegen wir auch rüber. Den bewegen wir auch rüber. Genauso wie wir den rüber bewegen. Was wir jetzt noch machen. Holy shit, wir haben so viel Zeug in unserem Inventar. Das ist ja unglaublich. Wir bräuchten noch ein paar Nadeln. Nein, nicht verkaufen. Bewegen. Weil wir jetzt noch den Anzug haben, bei dem wir quasi Rabatte bekommen, werden wir erst einmal noch ein bisschen was kaufen. Und zwar einerseits natürlich Munition. Okay. Das passt. Wir werden allerdings auch noch ein bisschen was anderes kaufen. Und zwar die Stacheln. Okay. Damit können wir den wieder bewegen. Den lassen wir uns da. Was wir jetzt noch kaufen, sind, glaube ich, doppelte Medipacks. Da kaufen wir uns zwei davon. Einen davon bewegen wir uns rüber. Und jetzt, glaube ich, bin ich erstmal wieder ausgerüstet. Und können deswegen jetzt auch hier rüber gehen und uns den neuen Anzug kaufen, würde ich sagen. Den ich gerade nicht mehr finden kann. Wo ist der neue Anzug? Hallo? Anzug? Ja. Ja. Holy shit. Auch das muss ich rausschneiden. Ich hoffe, da denke ich dran. So, das heißt, wir können dann eigentlich den Anzug kaufen. Bis auf das, dass ich noch ein paar Energieknoten kaufen möchte. Weil wir eben jetzt, wie gesagt, eigentlich würde der 40.000 kosten. Dadurch, dass wir den Anzug jetzt anhaben, sparen wir uns ja ein bisschen was im Shop. Und das gleiche gilt auch für die Knoten. Und deswegen möchte ich davor noch ein paar Knoten kaufen.
Jetzt haben wir 9 Stück. Wenn ich nochmal 2 kaufe, dann haben wir noch 50.000 übrig. Das ist mir dann zu knapp. Aber wir kaufen erstmal den neuen Anzug. Oder? 40.000, 30.000 übrig. Ja, das muss fast reichen dann. Sieht toll aus. 9 Erfolg haben wir freigeschalten. Jetzt bin ich gespannt, weil der sollte nämlich wirklich geil sein. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Oh ja. Der schaut geil aus. Der ist auf jeden Fall Hammer. Alter Junge, jetzt schauen wir badass aus. Jetzt schauen wir gut aus, jetzt haben wir allerdings natürlich wieder den vollen Preis. Deswegen haben wir gerade eben schon eingekauft. Haben noch 37.000 Rest. Haben 9 Energieknoten, die werden wir uns da unten gleich auch in der Bench einbauen. Und dann werden wir speichern. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, müssen wir hier noch irgendwo, nein. Da wollte ich nochmal 3 investieren. Aber jetzt haben wir aktuell 9 Stück. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier vorkommen. Und schaden wir mal auch nochmal ein bisschen. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Davon werden wir einen dann nochmal hier beim Ding investieren. Okay. Holy shit. Mal eben 8 Energieknoten ausgegeben. Die nächsten 2 werden wir, die nächsten 3 werden wir vielleicht hier noch investieren. Einmal hier Schaden, Nachladen und Kapazität. Aber auch in unserem Rig, da haben wir jetzt dann quasi die nächsten 2, 3, 4, 5 können wir auch hier gut investieren. Wir haben jetzt einmal mehr Trefferpunkte, also das ist auch schon mal ordentlich was wert. 175, ich glaube, zu unseren ursprünglichen 100 Punkten. Also bin ich zufrieden. Wir haben jetzt einen geilen Anzug, relativ viel Leben, machen viel Schaden. Das sollte uns auf jeden Fall gut weiterhelfen. Und da sparen wir natürlich auf jeden Fall einmal ab. Und jetzt, Leute, bin ich gespannt, wie es hier dann weitergeht. Wir laden natürlich erstmal alles durch. Das hätte ich vorher noch machen sollen. Okay. Weiter geht's. Sind wir denn hier? In Kapitel 12, liebe Leute. Es ist wieder soweit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt. Ich habe mich nicht gespoilert. Gespoilert vor allem. Gespoilert halt. Habe nichts angeschaut auf YouTube. Bei keiner einzigen Szene hier. Also Dead Space 2 kenne ich, wie gesagt, nur das, was mir mein Kumpel damals gezeigt hat. Und das war noch nichts. Aber es ist auf jeden Fall schon mal erwähnt worden, das mit dem Auge. Und so viel Zeug, wie hier wieder rumliegt. Das ist ein kleiner Minenbagger oder sowas. Also mit klein meine ich ein fettes Teil. Ach, sie ist da. Ich habe sie gar nicht gesehen. Wir sammeln hier dabei noch ein bisschen Credits ein. Bis wir zu ihr hin müssen. Ich schätze mal, sie schafft es alleine nicht. Dürfte ich einmal ausprobieren, was passiert, wenn wir sie umbringen? Nix. Okay. Isaac, da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Struss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Da jetzt also. Und jetzt brauchten sie Struss nicht, um den Marker zu zerstören? Struss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Scheiße. Was ist mit ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Ich würde ja ganz gerne ein bisschen Leben geben.
Aber erstens brauchen wir diesen meistens selbst. Und von dem her... Nup, nup. Oh, wow, 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 wow. Guys. Wir müssten mal versuchen, wenn das Ding nach oben fällt. Jawohl. Okay, es hat nicht... Wir müssen das Teil fallen lassen. Weil sonst geht's nämlich nicht kaputt. Ich glaube, da gibt es aber ein Achievement dafür. Mit dem Zeug hier quasi jemanden zu killen. Aber wir sind ja hier nicht bei den Achievement Hunters. Das ist mir... Wenn es sich ergibt, ist es cool. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Gibt es hier noch irgendwo was? Soweit ich sehen kann, nicht. Was wir auf jeden Fall noch machen, ist hier nach hinten zu gehen. Weil vielleicht liegt hier noch irgendwas. Jawohl, ein weiterer Energieknoten, Leute. Die sind jetzt... jetzt haben wir ja wirklich schon relativ viel geupgradet. Also... Ich glaube, wir haben jetzt noch 7 Energieknoten oder sowas, die wir brauchen. Bis wir soweit alles geupgradet haben, was wir wollen. Und von dem her bin ich da echt, echt happy. Bevor wir das Ding da einführen, schauen wir erstmal noch kurz, wo es hierher geht. Vielleicht müssen wir da zwar später sowieso hoch, aber hier schauen wir mal gleich. Weil zum Beispiel liegt da vorne wieder was. Nämlich ein weiterer diamantener Halbleiter, Leute. Erst gucken, dann schauen. Ist das ein Sprichwort, ein gescheites? Ich glaube nicht. Wir schauen erstmal, was müssen wir hier machen. Wir müssen zwar später hier wahrscheinlich hoch. Wir können hier nach oben fahren. Oder ist das nach drüben? Ich glaube, damit fahren wir nach drüben. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Aber da kommt schon wieder so ein Viech. Okay. So weit, so gut. 94 Schuss haben wir da aktuell dabei. Nicht schlecht. Ein bisschen was einsammeln hier. Aber ich glaube, hier haben wir alles. Jawohl. Und mein Handy hat ein paar Mal gezwibbelt. Okay. Hat sich hier erledigt. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine Höhle. Wäre zu schön gewesen, wenn da irgendwas drin gewesen wäre oder wenn wir dahinter hingehen hätten können. Aber okay. Jetzt schauen wir uns mal an, was das Ding hier ist. Wir müssen ja unten ohnehin noch die Energiezufuhr eigentlich installieren. Aber wir haben hier eine Platine, die wir rausnehmen können. Gefunden. Ich habe wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Nachtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Ich glaube, das wäre etwas gewesen, was wir erst danach machen hätten sollen. Nachdem wir das Ding... Oh. Blödes Mistviech. Ich hasse diese Speier. Das sind so nervige Viecher. Aber okay. So, wir müssen ja immer noch die Energiezelle da einsetzen. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, wir haben da oben erstmal genug rum experimentiert. So, und jetzt brauchen wir. Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Ich glaube, das Ding habe ich schon. Easy. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verraten. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Besser ist, sie weiß nichts davon, was wir hier tun. Da glaube ich... Da stimmen mir viele Leute zu. Lass die Frau einfach glauben, es ist alles okay und du machst nichts Gefährliches. Geschafft, ich hab das Ding am Laufen. Okay. Auf der anderen Seite ist ein Lift, ich drehe um, damit sie draufklettern können. Okay.
Meint sie diese Seite hier? Was genau passiert hier gerade? Holy shit! Wie viele kommen denn da noch? Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, von welcher Seite sie meint, dass wir aufsteigen sollen. Aber ich bin immer noch ein riesen Fan von diesem Cuttermesser. Das Ding ist so geil. Flatsch. Aber ich weiß nicht, wie viele da noch kommen wollen. Von dem her, glaube ich, gehen wir jetzt schon langsam mal darüber. Okay. So weit, so gut. Okay. Ich liebe dieses Viech. Aber wie gesagt, ich glaube, das einzig Gute ist, dass das Ding momentan eher eigentlich wie eine Farm ist für uns. Solange die Kinder, weil die sind, die kosten kaum Munition und bringen aber eine Menge Munition. Leben kosten sie uns eigentlich auch nichts, weil die nämlich nichts können. Also es ist jetzt gerade wirklich eigentlich eher wie ein Bug, würde ich sagen. Muss doch jetzt irgendwann mal genug sein. Okay. Es scheint aus, als wären wir endlich mal fertig. Wir haben hier gerade so viele Ressourcen gefarmt. Jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir sollen da rauf. Okay. Das waren noch nicht alle. Den letzten hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Ah, wieder einen umsonst verschossen. Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sie, was sie meinte mit, dass wir da drauf gehen sollen. Oder meint sie das Ding hier? Ah ja. Okay, ich hab's geschafft. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Ich bin mir bloß ziemlich sicher, dass hier gleich richtig viel Action sein wird. Und sie reißt hier ganz schön durch, leck mich am Arsch. Mal eben so ein bisschen Gewebe durch. So weit, so gut. In den Minen wimmelt es von den Viechern. Wenn hier unten schon so viele sind, wie viele werden dann erst über uns sein? Okay. So weit, so gut. Okay. Wo
blöd ist natürlich, ich habe auch keine Möglichkeit, mich irgendwo zu verstecken. Sind wir jetzt mal dann bald da? Moment! Oder wie schaut's aus? Da haben wir ein bisschen Leben. Okay, jetzt wird's gleich haarig, Leute. Okay. So weit, so gut. Wieder ein paar von den Viechern. Okay. Heiliger Scheiß. So weit, so gut, Leute. So weit, so gut. Holy shit. Das hier ist ein Ritt. Wieder ein bisschen mehr Gewebe. Also ein geiles Gerät. Hat ein bisschen was von der Minecraft-Tunnelbaumaschine. Der Mango würde das feiern. Und auch im Meter ist es auch ungefähr so rot, also von dem her passt das schon. So. Dürfen wir doch bald mal da sein, oder? Wo auch immer wir eigentlich hinwollen. Wow, stopp! Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie?